Promi-Geflüster, heute wieder mit einer weiteren Ausgabe. Folge 702 sind wir schon. Also das ist Wahnsinn, wie die Zeit verrennt. Und ich lade mir hier meine Gäste natürlich alle digital ein, sozusagen online über Webcam. Anders geht's ja momentan leider immer noch nicht so ganz, obwohl natürlich, wir haben es ja alle mitgekriegt, die Zahlen langsam fallen und so langsam wieder ein paar Freiheiten zurückkommen, wie man so schön sagt. Aber deswegen, denke ich mal, können wir auch unsere heutige Interviewpartnerin mal wieder hier auch online begrüßen. Und zwar sage ich mal Hallo und herzlich willkommen, die Laura Wilde schon, auch bei Promi-Geflüster, eine alte Bekannte, sage ich jetzt mal so. Ja, Ali, hallo, ich freue mich, euch zu sehen. Ja, du bist zu Hause, nehme ich an, hoffentlich, und auf dem Sofa oder auf der Genau. Couch, wie auch immer da, ne? Ganz, ganz im Homeoffice auf der Couch, genau. Sehr gut, so soll es sein. Und ja, jetzt muss man natürlich mal fragen, wie hast du die letzten Monate so in der Krise überstanden? Ja, hinfiebernd auf meine Album-VÖ natürlich, die zweimal ja schon verschoben wurde und jetzt kommt es ja endlich am 4.6. raus. Das hat mich natürlich schon sehr mitgenommen. Habe ich ja bisher auch so noch nicht erlebt und ja, immer mal was Neues. Aber wir haben es ja gut hinbekommen. Wir haben uns fleißig darauf vorbereitet, die eine oder andere Idee noch entwickelt und jetzt dauert es ja nicht mehr so lange. Genau, also 4.6., das ist ja jetzt wirklich schon recht bald, da gibt es ein neues Album und wir können es gerne mal zeigen, wir haben es ja auch hier. So schaut's aus, zumindest das Cover schon mal, ne? Genau, Laura Wilde, unbeschreiblich. Was sind denn für unbeschreibliche Melodien drauf, die man da so vielleicht hören wird und hören kann? Also auf jeden Fall ist es fürs richtige Schlagerherz optimal. Es berührt mich jedes Mal, wenn ich es höre. Also ich finde, es ist inzwischen mein Lieblingsalbum. Und ja, es sind, wie man es von mir eigentlich auch gewöhnt ist, nicht nur tanzbare Sachen drauf, sondern eben auch so richtig was fürs Herz. Schöne Texte, eine Ballade, was Spanisches hört man auch wieder. Also kunterbunter, wilder Mix. Wilder Mix, wie der Name schon sagt, sozusagen wild. Genau. Wunderbar. Ja, eine Auskopplung, die läuft ja eigentlich schon ganz gut. Die Vorauskopplung stellt ihr vor. Das ist eigentlich wirklich was ganz Tolles. Das geht schon wieder ins Ohr. Ja, es war eine super Idee, den Song als Vorbote rauszuschicken. Lief oder läuft super im Radio hoch und runter und hat anscheinend echt die Leute so geflasht. Was natürlich ein super Feedback ist, was man eben bekommen kann. Genau. Man müsste die Welt von ganz oben sehen, heißt es da, glaube ich, im Liedtext, wenn ich es richtig sehe, noch im Gehörgang habe, so. Und da würde ich sagen, ich passe mich da jetzt diesem Lied einfach mal ganz schnell an und wir sehen mal die Welt von oben aus einer fremden Galaxie. Unsere Technik macht es möglich da hier, ne? Genau, richtig. So schnell kann es gehen. Ganz genau. Ja, aber wie gesagt, sind tolle Nummern ja drauf. Insgesamt haben wir da 13 Stück, 13 Glückszahl oder für dich? Das hat sich eigentlich so ergeben, weil es diesmal eben ja auch noch den Stell-dir-vor-Videomix auf der Einzel-CD gibt. Ja. Aber ich kann verraten, dass es auch noch einen Bonustrack auf der Deluxe-Edition gibt, auf meiner Doppel-CD. Also da gibt es auch noch einen brandneuen Titel auf CD 2, wo auch der spanische Song mit drauf ist. Und diesmal alles ein bisschen anders. Aber die Zeit ist ja auch anders. Da kann man sich ja auch ein bisschen anpassen. Ganz genau, richtig. Ja, unbeschreiblich. Was ist für dich so unbeschreiblich jetzt gewesen in der letzten Zeit oder überhaupt unbeschreiblich? Unbeschreiblich traurig fand ich ja, dass wir uns live schon so lange alle nicht gesehen haben. Also es ist echt Wahnsinn. Wer hätte das gedacht, dass das so lange dauert und immer noch nichts Wirkliches in Sicht. Ja, aber unbeschreiblich finde ich auch trotzdem, ja, dass ich einfach auch eine neue CD trotz all dieser Wahnsinnsumstände aufnehmen konnte. Und das ist halt auch ein ganz großes Glück, was ich hatte. Und wir haben halt das Beste draus gemacht und die Zeit genutzt. Mhm.
Wie war dann die Arbeit jetzt so im Studio? Ich sage ja, ich stelle mir es natürlich sonst vor, man geht rein, man trifft alle und so weiter. Und jetzt sind wahrscheinlich viel weniger Leute dann im Studio oder überhaupt, oder wie muss man sich's vorstellen? Naja, wir sind im Studio sowieso immer nicht viele. Also Rainer Kalb und ich sind da eh meistens zu zweit. Also von daher, das hat uns jetzt nicht wirklich irritiert. Und Chorsänger und also Chorsängerin und Rainer singt ja auch Chor. Gitarristen kommen sowieso alle erst im Nachgang noch. Von daher, wir haben uns da jetzt nicht wirklich umstellen müssen. Aber es war halt einfach trotzdem schade, ja. Normalerweise ist man ja dann auch irgendwie nach getaner Arbeit mal essen gegangen. Ein einfaches Beispiel, das fällt ja alles diesmal weg. Oder man hat sich auch mal zwischendrin irgendwie getroffen, noch mit unserem Harry, mit unserem Texter. Und ja, das ist ja eigentlich jetzt alles irgendwie nicht so gewesen, wie man es halt gewöhnt war. Das war halt sehr schade. Aber ansonsten will ich überhaupt mich nicht beschweren. Bin ich mega happy, dass wir das alles so haben machen können. Ja, nee, klar, das ist auf alle Fälle eine tolle Sache. Und natürlich am 4.6., wenn es erscheint, da hast du auch ein Release-Konzert geplant, allerdings auch wiederum nur online. Ja, also ich bin froh, dass wir das überhaupt so machen können, dass es die Social Media Welt gibt, muss man ja wirklich sagen. Weil ich nämlich am VÖ-Tag mit den Leuten unbedingt trotzdem feiern möchte. Und ich das diesmal mit meinem Gitarrist Jan zusammen tun werde über Instagram Live. Und da werden wir eine ein Unplugged-Session-Konzert den Fans zur VÖ eben bieten und ein paar neue Songs spielen. Über Instagram Live sagst du, also da kann dann jeder reinschauen, jeder teilnehmen, muss kein Ticket kaufen, Nein, also man alles kann frei. einfach auf mein Instagram-Profil gehen und dann leuchtet der Button, dass ich gerade live bin und dann kann man uns zuschauen, einfach so, ja. Okay, sehr gut. Und da wird es dann so Ausschnitte geben oder die komplette CD durch oder was wird man? Also wir sind auf jeden Fall gerade schon fleißig am Proben. Man wird einige Songs aus dem neuen Album hören und natürlich klingen die Songs auch ein bisschen anders, wie man sie dann auf der CD hört, weil es natürlich nur mit Gitarrenbegleitung sowieso auch noch mal was ganz anderes ist. Aber das ist auch Sinn und Zweck ja von so einer Unplugged-Session, dass es eben einfach auch diesen tollen Live-Charakter bekommt. Und ach, ich freue mich schon sehr drauf und es würde mich natürlich freuen, wenn es den Leuten auch gefällt. Und ja, die Songs gut ankommen, würde ich mich natürlich freuen, wenn jeder sagt, unbeschreiblich wollen wir alle uns nach Hause holen. Dann habe ich gelesen, einen Titel, der lässt den Sommer doch schon mal ein bisschen aufblühen sozusagen. Keine Wolke am Himmel. Damit wird's wirklich dann Sommer hoffentlich, oder? Ja, es ist ja dieses Jahr alles ein bisschen schleppend mit dem Sommer, aber ich hoffe, spätestens mit diesem Titel wird es dann besser werden. Genau. Ich denke mal, der Sommer, der hat auch, oder das Wetter hat auch ein bisschen Corona vielleicht abgekriegt, wer weiß, ne? Aber die Natur kann es brauchen, wenn es mal ein bisschen mehr regnet, denke ich mal, ne? Ja, auf jeden Fall. Wir holen das alles doppelt und dreifach nach. So ist es, ganz genau. Ja, also ich spicke immer nämlich ein bisschen rüber. Da haben wir nämlich die Pressemappe aufgeschlagen, sozusagen, die von der Plattenfirma zugestellt wurde und sind auch wirklich da tolle Bilder drin. Ein paar wird man bestimmt auch auf unserer Homepage bei Promi-Geflüster dann noch mit einbinden. Und da ist da wirklich wieder ein tolles Werk gelungen. Wie viel der Album ist es denn jetzt? Das siebte Album schon. Das kann ich Siebte. manchmal selbst noch nicht glauben, ja. Verflixte siebte Jahr kann man da immer sagen. Aber du bist ja gar nicht im verflixten siebten Jahr, oder? Habe ich zum Glück schon gut rumgebracht. Ich hatte ja letztes Jahr mein 10. wildes Jahr und konnte es nicht mal ausgiebig feiern und hoffe drauf, dass das bald wieder nachzuholen, ja, möglich ist. Einfach, dass wir das Konzert einfach endlich planen können, was ich letztes Jahr eigentlich schon machen wollte. Ich sage ja, da gibt es ja dann so viel nachzuholen, egal wo man hinhört. Jeder, ja, wenn wieder alles möglich ist, dann feiern wir. Und
Da bin ich mal gespannt, auf welchen Party wir uns da überall treffen dann mittlerweile, ne? Auf welchen Partys. Ja, genau. Ja, also 10 Jahre, Laura Wilde, das muss natürlich auch noch gefeiert werden. Das muss man auch nachholen, ganz klar. Jeden Fall. Ja. Letzte Album, wir haben es gerade vorhin im Vorgespräch schon gehabt, das ja, war vor 2 Jahren, 2019. Und da haben wir uns ja getroffen auf dem Minigolfplatz. Das war eine tolle Sache, gell? Also da war jeder Schlag ein Treffer auf Anhieb, kann man sagen, ne? Ich hatte ja auch einen guten Trainer, muss man ja auch dazu sagen, er hat mir geholfen. Aber ich fand es echt auch cool, hat echt Spaß gemacht. Ich habe ja gerade schon dann so geschmunzelt und dachte mir so, ach, das waren noch Zeiten, als man noch Minigolf spielen konnte. Ja, also ich sage, wenn es wieder möglich ist, dann holen wir so Sachen natürlich irgendwo mal wieder nach. Oder wir gehen auch mal wieder auf den Cannstatter Wasen. Aber ob der dieses Jahr stattfindet, glaube nicht wirklich, ne? Ja, es ist alles einfach eine andere Zeit, aber die Weil werden wir auch geregelt bekommen. ich habe es nämlich immer noch hier. Du weißt, was ich meine. Unsere gemeinsame Verbindung, ja, die Richtig. Herzen wurden damals verteilt und das ist uns in Erinnerung geblieben. Richtig, und hast du es eigentlich noch? Ich habe das auch noch. Sehr gut. Da wird man in 10 Jahren noch dran denken, wahrscheinlich, Ja, das mindestens. sind gute Sprüche, das schmeiße ich auch nicht Ja, weg. richtig, genau. Nee, das bleibt ewig und es ist doch, was verbindet irgendwo, ganz genau. Ja, was würde denn sonst so noch anstehen? Was gibt es so in nächster Zeit? Wo kann man dich sehen, hören, außer jetzt beim Online- Instagram-Konzert. Also, wie gesagt, neben dem Online-Konzert, da kann man mich auch noch im Fernsehen sehen, im Radio machen wir natürlich auch zum Glück einige Interviews um die VÖ rum. Das werde ich dann auch noch posten, wann ich da wo zu hören bin. Und ich habe auf jeden Fall am 13.06. habe ich den Fernsehgarten, da kann man mich sehen. Dann am 4.07. bin ich bei Immer wieder sonntags. Und am 10.07. bei Andy Borg beim Schlagerspaß kann man mich auch anschauen. Und ich bin natürlich sehr stolz, meine ganzen neuen Titel im Gepäck zu haben. Genau, also die gängigen TV-Shows, da ist Laura natürlich dabei und da wird es dann richtig wild, kann man sagen, ne? Aber Im hallo. wahrsten Sinne, ganz genau. Ja, wie gesagt, 700 Folgen hat Promigeflüster jetzt schon hinter sich, also wir sind schon 702, das 14. Jahr, also auch wir bleiben nicht stehen und geht immer stetig voran und nächstes Jahr müssen wir eigentlich dann fast auch was zu feiern haben dann mit 15 Jahren, ne? Da Man überlegen muss wir uns die dann, Feste feiern, wie so sie ist fallen. es, da überlegen wir uns dann was, ganz genau. Ja. Richtig. Ja, was bietest du deinen Fans so im Internet dann sonst noch an, wenn jetzt gerade alles so schön zu Hause sein muss oder zu Hause bleiben muss? Ich weiß, du hast in der Vergangenheit da immer mal wieder auch bei irgendwelchen Livestreams teilgenommen. Da hat man dich ab und zu auch gesehen. Ne? Ja, ich fand es immer eine schöne Möglichkeit, dass man immer mal was gesungen hat, dass man irgendwie trotzdem den Fans so versucht, nah zu sein, dass die immer auch ein bisschen so dabei sein können, was man so macht. Und natürlich gibt es jetzt um meine neue CD rum immer mal mehr, natürlich, was ich posten kann, weil einfach auch mehr los ist bei mir gerade. Hat ja damit auch immer ganz viel zu tun. Ja, und ich versuche auch immer einfach die Fans so ein bisschen mit in meine Welt zu holen. Und ja, wenn ich auch mit Maske beim Friseur sitze und habe meine Strähnchen auf dem Kopf, die gerade einwirken, dann sind die live dabei. Okay. Ja, das ist doch eigentlich ganz gut, wenn man so seine Fans ein bisschen bei Laune hält, ganz klar, ne? Jetzt steht ja der Sommer vor der Tür. Du hast jetzt natürlich schön Promotion jetzt zu machen. Die Freiheiten sollen ja wieder zurückkommen. Gehst du irgendwo in Urlaub dann noch hin oder bleibst du doch lieber in deutschen Landen dann zu Hause? Wie sieht dein Also Sommer aus? ich bin ja da sehr streng, was auch so diese ganzen Maßnahmen angeht. Und ich habe ja selbst Corona im Herbst gehabt und sehe das natürlich seitdem alles noch mal ein bisschen strenger. Und
bin da deshalb so eingestellt, dass ich einfach schon mega glücklich wäre, wenn ich einfach nur mal meine Freunde in Tirol besuchen könnte. Das wäre für mich schon das Höchste der Gefühle gerade. Ansonsten muss ich sagen, bin ich da einfach recht zurückhaltend, was die Urlaubsplanung gerade angeht. Also ich finde, es gibt gerade Wichtigeres als ja, sonst wohin zu verreisen. Ja, nee, das sehe ich irgendwo auch so. Also klar, geimpft bin ich leider auch noch nicht, aber wenn es ansteht, dann werden wir uns wahrscheinlich der Sache doch auch unterziehen, obwohl klar, sie ist noch manchmal bei mir, ich denke manchmal noch ein bisschen anders drüber, aber wenn es nicht anders geht, müssen wir da auch durch. Ja. Irgendwann kommen mal wieder andere Zeiten. So ist es. Und dann, wie schon erwähnt, dann die große Party dann. Ja. Ja. Und hoffentlich keine Rückschläge, das wollen wir dann nicht haben. Ne? Ja. Sehr gut. Ja, dann würde ich einfach sagen, jetzt sind wir doch schon fast wieder durch mit unserer kurzen Sendezeit, wobei wir könnten natürlich noch lange plaudern, so ist es nicht. Ne? Wir könnten noch Stunden reden. Richtig. Aber wir sind alle schon gespannt aufs neue Album. Am 6., nee, 4.6., so ist es, Vierten, genau, sechsten, genau. 4.6. Da ist es dann soweit. Kann man sich aber schon vorbestellen jetzt, oder? Man kann sich das eigentlich schon seit September vorbestellen. Durch die Verschieberei kommt einem schon ewig vor. Aber man kann es, wie gesagt, es gibt es als Einzel-CD, Doppel-CD und die Fanbox natürlich. Und kann man mal bei mir auf die Homepage gucken, www.laura-wilde.de, weil da kann man jetzt auch schon ins Album reinhören und die neuen Fotos anschauen. Und ja, da kann man dann auch direkt auf die Links gehen, wenn man sich dann für die CD entscheidet. Würde ich mich natürlich sehr freuen. Ja, natürlich, sehr gerne. Da werden bestimmt deine Fans reichlich Gebrauch machen davon. Da bin ich mir sicher. Ja. Ganz genau. Sehr gut. Dann haben wir doch schon ein bisschen was wieder erfahren, was so alles Neues ansteht bei Laura Wilde 2021. Ne? Und auf die große Party, wenn es dann soweit ist, 10 Jahre Laura Wilde nachfeiern, da sind wir dabei. Das machen wir auf jeden Fall. Dann feiern wir 10 plus 1 oder im Notfall plus 2. Irgendwas fällt Egal. uns immer wieder ein zum Feiern, ne? Ja. Richtig, genau. Sehr gut. Okay, dann herzlichen Dank fürs Gespräch und erstmal eine gute Zeit und fürs neue Album ganz viel Erfolg, dass es auch wieder den Durchbruch hat wie die letzten. Ja, ich sag vielen Dank für deine Unterstützung. Grüß alle Fans da draußen und vielen Dank für die tollen Wünsche. Ich kann nur zurückgeben, pass auf dich, pass auf euch auf. Ja, mehr können wir gerade nicht machen und irgendwann, irgendwo sehen wir uns hoffentlich live ganz bald wieder.